So, hallo, hört man mich? Bin ich jetzt drauf? Wunderbar. Hallo und herzlich willkommen, Nikolas. Vielen Dank, dass du hier bei uns bist und uns deinen Vortrag Securing Your Software Supply Chain, Anatomie einer DevOps Pipeline vorstellst. Ich wünsche euch im Chat viel Spaß mit diesem Vortrag. Es wird spannend. Wir sprechen uns dann nachher. Ja, vielen Dank, Sia. Herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat und ich bin auch echt begeistert, wie professionell das hinter den Kulissen auf uns. Also schon mal großes Lob an alle, Sie und alle, die sich da engagieren. Mein Name ist Nico Biel. Ich arbeite bei einer Firma, die heißt Cozentric, wie man aus meinen Slides unschwer sehen kann. Und ich möchte heute mal nicht so sehr am Kopf was erzählen, sondern ein bisschen außenrum, und das zwar um das Thema, wie liefere ich Software aus, aber das sicher. Und zwar auch unter dem Berücksichtigung DevSecOps, ne? Also wir sind im Jahr 2020 und sehr, sehr viele Teams, sehr, sehr viele Unternehmen, Organisationen versuchen, den Weg zu machen in Richtung von einer häufigeren Auslieferung, von einem regelmäßigen Liefern von Werten. Und wie man sich das so zusammenbauen kann, dass es halt auch, dass alle Beteiligten auch nachts gut schlafen können, möchte ich mal heute ein bisschen was darüber erzählen. Das war das falsche Fenster. Ja, da. Was ich persönlich wohne in der Umgebung von Frankfurt. Und naturgemäß hat man hier, wo ich wohne, kundenmäßig sehr viel mit Finanzindustrie zu tun. Ne? Und das ist natürlich ein Bereich, da wird Sicherheit sehr, sehr groß geschrieben. Ich meine, ist klar, wir wollen alle, dass unser Geld sicher ist bei der Bank. Dementsprechend wird da auch ein sehr, sehr großer Aufwand darüber betrieben, wie ich denn Systeme sicher halten kann, wie ich auch schon mal in den Vorlaufen entsprechend dafür sorgen kann, dass eben nicht irgendwie das Stripkind nebenan mir mein schönes System auseinandernimmt oder meine Anwendung. Und dementsprechend ist das natürlich auch so, dass diese auch Prozesse, die darum herumgebaut worden sind, sehr, sehr aufwendig. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses schöne Foto hier mitgebracht habe. Das ist eine Compliance-Dokumentation. Jetzt nicht von einem Projekt, sondern von so einem gesamten Jahr. Aber das ist tatsächlich der Stapel an Papier, der in so einer Bank in einem Jahr anfällt, wenn es darum geht, wie stellen wir sicher, dass unsere Anwendungen sicher sind und wie stellen wir sicher, dass unsere Anwendungen die Qualitätskriterien erfüllen, die wir an sie haben, wenn wir sie an die Kunden bereitstellen möchten. Und das Problem daran ist, und das ist gerade in Bezug auf die Sicherheit ein Problem, ist, dass sich da so ein selbstverstärkender Zyklus ergibt. Ne? Also ich habe wenig Releases im Jahr, ne? So drei, vier vielleicht auch ein paar mehr. Und diese Releases müssen dann umso besser sein, weil ich habe halt nur drei oder vier Möglichkeiten im Jahr, an Code in die Produktion zu bekommen. Und das verstärkt auf der anderen Seite wieder dieses, ja, das muss dann sicher sein, also machen wir noch mehr Tests, noch mehr Sicherheitstests, noch mehr Bürokratie, noch mehr Checklisten drumherum, dass wir auch sicherstellen können, dass diese drei, vier Releases im Jahr wirklich sicher sind. Und auf der anderen Seite heißt das wieder, ja, okay, dadurch, dass ich so viel drumherum machen muss um einen Release, habe ich ganz viele Dinge, die dafür sorgen, dass ich eben, die mir Zeit wegnehmen, die dafür sorgen, dass ich eben nicht mehr als die drei, vier Releases machen kann. Und das ist so ein Punkt, da kommt Continuous Delivery ins Spiel. Ja, eigentlich möchte ich Code nicht einmal im Jahr oder dreimal im Jahr in Produktion bringen, sondern vielleicht sogar alle 2 Wochen, vielleicht täglich, vielleicht mehrfach am Tag. Und da muss ich dann natürlich aber auch überlegen, wie kann ich das hin, dass ich eben nicht, also wenn ich drei, vier Mal im Jahr ein großes Release habe, kann ich mir auch jedes Mal einen richtigen Pentest leisten. Das kann ich mir nicht leisten, wenn ich zweimal am Tag release. Und um das mal so ein bisschen nachzuverfolgen, wie das ist, habe ich mal so den Weg, den der Code normalerweise in Richtung Produktion nimmt, mitgebracht. Ne? Also im Normalfall sitzt da irgendein mehr oder weniger genialer Entwickler, also wir alle, und sitzt vor seinem Laptop und schreibt die Anwendung, die jetzt angefordert ist, und testet sie natürlich ein bisschen lokal, aber lokal ist natürlich auch immer mehr oder weniger unterschiedlich von der Produktion. Und
Dieser Code wandert dann von dort in ein irgendwie geartetes Repository. Ja? Ich habe hier mal das GitLab-Symbol mitgebracht, aber da gibt es ja einen riesengroßen Zoo mittlerweile, da hat jeder sein Schäfchen. Also sprich, der Code wandert dann in ein GitLab-Repository. Und in den meisten aller Fällen schließt sich halt daran an, eine Art von Build-Server hier dargestellt. Und dieser Build-Server, der macht dann aus meinem Source-Code irgendetwas, was ich deployen kann. Ja? Also wenn ich eine App habe, dann hoffentlich irgendwas, was ich in den App-Store schützen kann. Wenn ich Serveranwendung habe, macht es vielleicht heutzutage ein Docker-Image oder irgendeine Form von Jar, War oder wie auch immer. Und von da aus deploy ich das dann in diverse Stages. Na, vielleicht eine automatisierte Teststage, wo ich erstmal das System in so einer Blackbox-Umgebung teste. Sprich, ich fahre es hoch, schmeiße ein paar Dinge mit Use Cases dagegen und gucke, ob es noch das tut, was ich von ihm erwarten würde. Ich schiebe das dann vielleicht weiter in so eine User-Test-Umgebung, na, wo richtige Menschen sich das angucken können, wo vielleicht auch nochmal der Fachbereich, also die Leute, denen die Software fachlich gehört, einen Blick drauf werfen kann und sich dann sagen kann, ja, das passt für uns oder das passt für uns nicht. Und hier fehlt eigentlich dann so ein Punkt, na, zwischen der Stage und dem. Ich habe noch vielleicht noch diverse weitere Tests. Irgendwann landet das dann da, wo wir die Leute, die damit arbeiten möchten, die vielleicht auch hoffentlich auch Geld verdienen, darauf zugreifen. Und das ist dann das, was ich jetzt in der nächsten Zeit als Produktion bezeichnen möchte. So, jetzt ist es so, ja, viele sicherheitstechnisch ist das eigentlich eine nette Idee, aber wir haben etwas in unserer Industrie, was sich so ein bisschen leider immer noch nicht wegbewegt hat, nämlich die Illusion, dass wir in einer großen Burg wohnen. Ja? Dass wenn wir unsere Mauern möglichst groß und möglichst dick und uns von der Welt abschotten, dann müssen wir innen drin gar nicht mehr so viel darauf achten, dass die Sicherheit gewährleistet ist, weil wir sind ja per Definition sicher. Ne? Wir sind in diesem Bereich, mit dem wir durch die großen dicken Wände von der Außenwelt getrennt sind. Und dann kann ich mich da drinnen auch ein bisschen einfachere Mechanismen nehmen und muss nicht alles bis ins Letzte durch absichern, weil die bösen Hacker sind ja draußen, die sind außerhalb der Wände. Und das Problem daran ist leider, das ist eine Illusion. Weil es gibt da dieses komische Burgtor und wir reden die ganze Zeit mit der anderen Welt. Wir reden mit Geschäftspartnern, wir reden mit Kunden. Wir haben Dinge, die rein und raus gehen. Also die Burg ist eigentlich nicht mehr da. Auch wenn wir vielfach unsere Sicherheitsmechanismen immer noch so gestaltet haben in vielen Unternehmen, als wenn es nur reicht, die Burgtore möglichst geschlossen und die Mauern möglichst hoch zu machen. Weil mittlerweile ist es eher so, wenn man sich das mal anguckt, dass das gar nicht mehr so einfach aufzuspalten ist. Es ist nicht mehr alles innerhalb. Wenn ich so einen modernen Entwicklungsstack angucke, ne? meine Source-Code-Verwaltung liegt vielleicht in einer Cloud, ist vielleicht sogar ein Managed Service, das heißt, ich arbeite direkt auf GitHub oder GitLab oder auf einem anderen Managed Service. Mein Build-Server, der nächste Schritt, läuft vielleicht ganz woanders. Läuft in der Cloud, läuft vielleicht bei mir auf dem Premise, aber egal wie, er läuft nicht unbedingt in derselben Burg, wenn es überhaupt eine Burg ist, wo mein Source Code ist. Genauso meine Produktionsdaten. Ja, vielleicht arbeite ich in der Cloud, habe diverse Stages im Anschluss an das Deployment, die dann über eine oder mehrere Clouds verteilt sind. Das heißt, so eindeutig ist das gar nicht mehr. Das sind Dinge, die muss ich mir gerade, wenn ich überlege, wie ich meinen Code da durchschiebe, mit berücksichtigen muss. Ja, gehen wir jetzt mal ein paar Schritte durch. So, der erste Abschnitt ist natürlich, ja, ich schreibe meinen Code und schiebe ihn irgendwo hin. Was kann ich denn da machen, um das ein bisschen sicherer zu gestalten? So, da ist die alleräußerste Methode eine ganz einfache und die hat gar nicht so viel mit DevSecOps und Pipeline zu tun, sondern Code Reviews. Ja? Gerade wenn ihr GitLab benutzt, ist es relativ einfach, Code Reviews mit in den Workflow einfließen zu lassen, indem ich einfach zum Beispiel Feature Branches benutze und Code, der zurück in den Master soll, der zurück in die Produktion soll, der muss erstmal durch ein zweites oder vielleicht sogar ein drittes Paar Augen. Und erst
Wenn das passiert ist, dass ich sichergestellt habe, dass jemand anderes gesehen hat, dass ich da keinen Schmuh mache, dass ich keinen Bitcoin-Miner irgendwo eingebaut habe, dann übernehmen wir das in etwas, was überhaupt potenziell Richtung Produktion wandern kann. Also es ist nicht so, dass wir innerhalb von Pipelines überall den Menschen ausschließen müssen, sondern oft reicht einfach auch mal drüber zu gucken. Es schärft zum einen das Bewusstsein im Rest des Teams, was denn da eigentlich an Code rumliegt und was wir benutzen. Aber auch, was haben auch diese Review-Funktion. Ja? Ist das überhaupt sicher, wie ihr das da gestaltet habt? Solltet ihr das vielleicht anders machen? Wer es ein bisschen paranoider mag, dem kann ich empfehlen, ein weiteres Feature von Git, was sehr, sehr selten genutzt wird, mal sich anzuschauen. Nämlich, man kann Git-Commits signieren. Das ist leider relativ selten verbreitet, aber es bietet gerade, wenn ich ein verteiltes Entwicklungsteam habe, einen großartigen Hebel, weil ich nämlich sicherstellen kann, dass Code, der reinfließt, auch von demjenigen kommt, von dem ich denke, dass er kommt. Da kann man das auch relativ einfach absichern. Zum Beispiel mit sowas hier. Das ist ein YubiKey. Da kann ich YPG-Keys speichern. Die verlassen den nicht. Und wenn ich mein GPG entsprechend eingerichtet habe, werden meine Commits automatisch signiert. Stecke ich morgens in meinen Laptop, fertig. Und ich kann sofort sicher sein, dass derjenige, der mir dieses Stück Code schickt, gerade wir sind im Moment alle im Homeoffice, weiß ich überall, dass es derjenige ist, der den Code geschrieben hat, von dem ich denke, dass er es ist. Weiß ich nicht. Aber damit könnte ich es zum Beispiel nachvollziehen. So, wenn wir mal weiter gucken, kommen wir dann in den nächsten Schritt unserer Pipeline, nämlich in Richtung Build-Server. Da bauen wir anhand von dem Quellcode, den wir haben, vom Dependency Management, das wir haben, ein irgendwie geartetes Artefakt, was ich nachher beschreiben möchte. In den meisten Ökosystemen und weiteren Frameworks ist es so, dass ich aber so einen gewissen Eisberg mit mir rumschleppe, weil ich habe nämlich Dependencies. Ne? Also die wenigsten von uns schreiben direkt Vanilla-Code auf dem Assembler ihres Prozessors, wenn doch, super Job, sondern im Normalfall ist ein Softwareprojekt, was ich schreibe, eher wie ein Eisberg. Ich habe oben einen ganz, ganz überhalb der Wasseroberfläche habe ich das sichtbar, was ich selber geschrieben habe. Ja, den Code, den ich selber maintaine, den Code, der Teil meiner Business-Logik ist und meiner Anwendung. Aber genauso wie bei einem Eisberg die Masse unter der Wasseroberfläche ist, ist das auch bei meiner Anwendung so, dass das meiste an Code, was ich mit ausliefere und was nachher auf dem Zielsystem läuft, ist gar nicht das oben drüber, was ich habe, sondern das sind die ganzen Frameworks, das Userland meines Betriebssystems, was alles bis zum Blech noch dazwischen ist. Und das ist der überwiegende Teil meiner Anwendung. Der liegt aber unter der Wasseroberfläche. Den sehe ich jetzt beim ersten Blick ins Repo gar nicht. Ich sehe vielleicht, wenn ich in einer Maven-Welt unterwegs bin, eine POM-XML, in der diverse Abhängigkeiten definiert wurden. Ja, ich benutze Spring Boot und alle anderen Abhängigkeiten. Und das dedizierte Problem, was da jetzt dabei entsteht, ist, all die Sachen unterhalb der Wasseroberfläche, die teile ich mir mit der Welt. Also sprich, meine Anwendung oben drüber ist zwar nur ein kleiner Teil der Angriffsoberfläche, aber all das unten drunter, das teile ich mir mit der Welt. Der größte Teil meines Stacks ist Code, den ich im Normalfall den anderen Projekten auch nutze. Und das macht es natürlich für Angriffe sehr interessant. Wenn ich Malware-Autor bin, ist oben dieser kleine Teil über der Wasseroberfläche, meine dedizierte Anwendung, vielleicht gar nicht so interessant, außer ich will genau da rein. Viel interessanter für mich sind die Dinge unter der Wasseroberfläche, die Frameworks, die Betriebssysteme, das Userland, in dem ich unterwegs bin, weil das teile ich mir mit der Welt. Und als Malware-Autor habe ich dann natürlich einen riesengroßen Hebel, wenn ich eins davon aufmachen kann, weil dann habe ich nämlich nicht nur eine Anwendung, die ich angreifen kann, sondern ich habe Dutzende, Hunderte, vielleicht sogar Tausende Anwendungen, die ich damit angreifen kann, wenn ich zum Beispiel ein Spring Framework nenne, Exploit finde. Und das ist aber auch für uns das Problem, dass wir
als Entwickler, als Leute, die das entwickeln, ausliefern und betreiben, da unten drunter eine gewisse Sichtbarkeit drüber brauchen. Ist das, was der Rest meines Stacks ist, ist das sicher? Natürlich muss ich mich auch um den Code umhören, aber der Teil unter der Wasseroberfläche, das ist der wirklich gefährlich ist. Und wenn man sich mal so die großen Breaches der letzten Jahre anguckt, ne? Equifax ist so das populäre Beispiel. Das war nicht ein Breach, der passiert ist, also ein Einbruch und ein Datenklau. Der initiale Eintritt in das Netzwerk von Equifax war nicht die Anwendung selber, das war so ein kleines Partnerportal, möchte ich es mal nennen. Aber das war irgendwas unter der Wasseroberfläche. In dem Fall ist es sogar noch schlimmer, weil sie wussten, dass sie unter der Wasseroberfläche verwundbar sind, aber es nicht rechtzeitig gepatcht haben. Aber das ist halt, wie gesagt, ich brauche da eine Sichtbarkeit und ich muss halt gucken, dass ich diese Dinge regelmäßig up-to-date habe. So. Und an der Stelle ist es natürlich so, Automation ist King, weil die meisten von uns haben nicht die Manpower, diese Dinge manuell anzugehen. Also sprich, zu gucken, sind meine Dependencies alle aktuell? Wenn ich eine Spring Boot-Anwendung starte und sie mir runterlade, ne, dann habe ich schon über 120 Dependencies. Ich könnte jetzt natürlich jeden Tag oder jede Woche einen halben Tag wegwerfen und gucken, sind die noch alle aktuell, gibt es da CVEs, also Sicherheitslücken, auf die ich achten muss, oder eben nicht. Damit haben wir früher Junior ausgelastet, aber die Zeiten sind ehrlich gesagt vorbei. Damit gewinnt man keinen Blumentopf heutzutage. Das heißt, ich muss das automatisiert analysieren. Na, da gibt es genug Tools, gehostet, zum Beispiel als Service-Angebot wie Snyk oder Aqua oder weitere, an denen ich quasi einfach meine Dependencies reinschmeißen kann und dann sagt mir das Tool, okay, für das, was du da unter der Wasseroberfläche befindest, gibt es vielleicht bekannte Sicherheitslücken. Du solltest mal updaten. Natürlich mache ich das auch oberhalb der Wasseroberfläche. Das ist relativ weit verbreitet. Also, dass ich bei vielen Teams zum Beispiel, dass sie bereits ZonarQube benutzen oder einfach so einfache Dinge wie Findbugs lokal, was auch Teil von ZonarQube-Checks im Java-Bereich ist. Aber auch sonst so ein Haufen weitere statische Code-Analyse und dynamische Code-Analyse. Also wenn man zum Beispiel GitLab kauft, ist das in der Enterprise-Version mit dabei, diese ganzen Analysen. Und bei anderen Bildsystemen natürlich auch. Das heißt, da muss ich natürlich gucken, dass mein eigener Code sauber ist. Aber wie gesagt, das ist halt nur der Teil über der Wasseroberfläche, alles dort drin. Das ist natürlich die Frage, wie halte ich das sauber? Ne? Ich habe gerade schon gesagt, Scanner. Scanner sind halt schön, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Weil dann, wenn ich weiß, okay, in dem, was da drin ist, sind Lücken da vorhanden, die ich dringend beachten müsste, hilft mir das nicht weiter, weil ich muss natürlich, eigentlich möchte ich nämlich sofort den Fix haben. Und wenn wir Dependencies Encode beschreiben, und das ist normalerweise so, ja, ich habe meine POM, ich habe meine Build-Gradle, ich habe mein Package-JSON, whatever, das ist auch einfach nur Code. Das kann ich updaten, das kann ich automatisieren. Man kann immer viel über NPM und Node.js schimpfen. Ne? Sie haben aber auch eine Funktion mittlerweile drin, die ich total super finde, nämlich NPM Audit. Mit dem kann ich sehen, gibt es zu den Paketen, die ich in meinem aktuellen Projekt habe, bekannte Sicherheitslücken. Und ich kann mit einem weiteren Befehl kann ich diese Pakete versuchen abzudaten auf Stände, mit denen ich keine Sicherheitslücken mehr hatte. Oder zumindest keine bekannten. Ne? Keine Sicherheitslücken mehr. Das kann ich in meinen Bildprozessor mit einbauen und dann habe ich schon mal relativ gutes Gefühl dafür, bin ich mit bekannten Dingen unterwegs oder bin ich nicht mit bekannten Dingen unterwegs. Wer es noch ein bisschen bequemer haben möchte, es gibt mittlerweile Tools, die zum Beispiel Dependerbot und Renovate, die kann ich auf meinen Source Code Repositories ansetzen und in dem Moment, wenn ein Update verfügbar ist für gewisse Dependencies, die ich habe, kriege ich die. Muss ich nicht warten, bis ich das selber aufrufe, sondern ich kriege das als Merge-Request. Nämlich so als die natürliche Art und Weise, wie ich Code akzeptieren würde, wie ich Änderungen an meinem Projekt akzeptieren würde. Ich kriege das einfach von meinem Projekt entsprechend als Merge-Request, kann es akzeptieren, sehe vielleicht vorher, ob es den Bild kaputt macht, ob ich vielleicht weitere Dinge noch ändern muss, um eben dieses Update wieder lauffähig, meine Software lauffähig zu bekommen. Aber ich habe halt eine Möglichkeit, das zu automatisieren und muss nicht darauf warten, dass eventuell irgendwo erst was anschlägt, sondern ich kriege das, wenn das da ist.
Das ist auch insbesondere in der Zeit, wo die Dauer von, es ist bekannt, dass eine Lücke da ist, bis sie wird aktiv ausgesetzt, die ist im Mittel irgendwo zwischen 48 und 72 Stunden, also 2 Tage. Jetzt kann sich jeder vorstellen, wer so einen riesen Microservices vor sich hat, das macht keinen Spaß, dann eine große Lücke da manuell durchzuquetschen, da möchte ich eigentlich automatisiert am Beispiel besser. So viel zum Thema Build-Server. Also, wie kriege ich aus meinem Source-Code das Artefakt? Damit möchten wir aber natürlich auch irgendwas machen. Also, das, wohin deployen, wo wir was damit anfangen können. So, und da sind wir jetzt bei dem Teil Cloud Runtime. Und auch da ist wieder die Frage, wie kriege ich das halbwegs so, dass ich nicht dass ich nachts beruhigt bei schlafen kann. Und da ist der State of the Art aktuell. Wie mache ich das? Wie kriege ich den Code von da, wo ich ihn gebaut und vielleicht gelagert habe, dahin, wo er mir was bringt? State of the Art ist da leider, dass ich auf Build-Server oder irgendwo anders Credentials hinterlegen muss. Ne? Also ich habe in Jenkins habe ich Vaults, ich habe die Möglichkeit, Secrets in GitHub zu hinterlegen, irgendwelche anderen Dinge. Und dann liegt da ein Haufen Schlüssel in der Gegend rum. Und jeder, der schon mal mit einer Organisation zusammengearbeitet hat, die einer Regulierung unterliegt, weiß, das ist keine gute Idee. Da kriegt man sehr schnell sehr viel Spaß mit Leuten, die da um sich um Regulatoren kümmern. Und das auch vollkommen zu Recht. Weil ich habe natürlich dann auf einmal in der Mitte so ein großes, mit dem Build-Server, so ein großes, eine große Kiste mit einem riesengroßen Fadenkreuz drauf, weil wenn ich die aufmachen kann, die hat die Credentials, mit denen ich in viele andere Systeme kommen kann. Und das ist so ein Anti-Pattern, was leider sehr verbreitet ist, was aber auch oft verhindert, dass man es in den Regeln hat, dass man diese Art von Continuous Delivery, DevSecOps wirklich in so regulierten Umgebungen einführen kann. Weil, ja, ich habe den Zentral, der hat den Schlüssel zum Königreich, das ist nicht gut. Da möchte ich nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie man das anders machen kann, weil da gibt es Lösungen. Und natürlich ist das dann vielleicht nicht mehr der heißgeliebte Jenkins, den ich seit 10 Jahren gepflegt habe, aber ich habe die Möglichkeit, das ein bisschen besser zu machen. Und die möchte ich mal kurz. Also aktuell ist es, wie gesagt, oft so, ich habe meinen Build-Server, da habe ich meinen Schlüssel, ne? Und der redet dann mit meiner Zielumgebung. Das kann Cloud sein, das kann auch Kubernetes sein oder irgendwas anderes, aber das Ding redet direkt mit einer irgendwie gearteten Kontrollinstanz auf dem Zielsystem, zum Beispiel Kubernetes API oder Amazon API, und erzeugt darüber dann mein Deployment und ich kann meine Software da hinschieben, wo sie Sinn macht. Und die etwas, was ich gerne so als Zero Trust Deployment bezeichne, ist eigentlich eine bessere Geschichte. Weil ich nämlich anfange, ich habe keine expliziten Schlüssel mehr, die ich außerhalb betreibe. Und diese expliziten Schlüssel muss ich dann nicht auf dem Build-Server hinterlegen. Okay, ich kriege gerade gesagt, man hört mich nicht mehr. Auch im Stream. Ja? Regie? Soll ich weitermachen? Gar nicht. Im Skype. Im Stream? Okay. Okay, ich. Wir hören gerade Nico nicht über unseren Backchannel und deshalb können wir mit ihm gerade nicht reden. Und ja, da müssen wir halt gucken, wie wir das wieder reinkriegen. Der ist gemutet. Entferne ich mal aus dem Anruf und füge ihn wieder hinzu. Zu spät jetzt. Wir rufen ihn jetzt nochmal an und gucken mal, ob das jetzt klappt.
Jetzt hören wir dich. Ich transische wieder zu euch. Dann machen wir weiter. So, jetzt höre ich dich auch. Nee, irgendwie, ich bin dann wieder rausgeflogen. Ihr seid live, ne? Noch nicht. Also ja, wir sind live, aber ich höre Nico noch nicht. So, aber erstmal danke für den Vortrag, Nico. Hörst du mich jetzt? Okay. Ja, nee. Also falls man mich ein bisschen sieht, wir haben es gerade im Hintergrund ein bisschen technisch. Wir sind live, aber Nico ist weg. Ah, da kommt was. Ah, Moment. Moderne Technik. Oh, mal Nicole auf, du. Genau. So, sorry, wir haben echt hier Probleme. Jetzt höre ich wieder hier, kommt was, mal gucken, kriegen wir das ich jetzt hin? Ich höre euch. So, live müsstet ihr uns eigentlich schon hören. So, Nico, hörst du mich? Ja. Okay, wunderbar, ich höre Nico auch. Sehr schön. Vielen Dank für deinen Vortrag, nochmal. Ich bin noch gar nicht durch. Wir Fragen sind zwischendurch abgebrochen. Ach so, ich habe noch was. Ich dachte, du wärst schon durch. Nee, alles gut. Dann schalten wir jetzt wieder zurück zu Nikos Vortrag und machen da weiter. Sorry, wir wollten dich nicht stören. Alles gut. Okay. Wir waren stehen geblieben. Ich möchte noch kurz was über erzählen, wie man es denn besser lösen kann. Also, dass ich nicht in der Mitte ein zentrales System habe, wo Schlüssel zum gesamten Königreich drin sind, sondern wie kann ich das anders lösen. Ich versuche das immer gerne unter dem Schlagwort Zero Trust Deployment zu etablieren, weil ich nämlich nicht irgendwie explizit Schlüssel rausgebe und denen vertrauen muss. Sondern in diesem Fall mache ich das über die impliziten Mechanismen von meinem Zielsystem. Also zum Beispiel, jetzt mal hier schematisch aufgemalt, ich habe einen Agent in meiner Zielumgebung, also zum Beispiel mein Kubernetes-Cluster laufen. Und dieser Agent, der fragt regelmäßig seinen Build-Server ab, habe ich denn irgendwas zu tun? Muss ich was machen? Muss ich bei mir lokal was ändern? Und diese Änderungen macht er dann aber aus dem System heraus, in dem er sich befindet. Und zwar über die IAM und Sicherheitsmechanismen, die die Cloud mir bietet. Also zum Beispiel in Kubernetes habe ich RWAC-Rechte, in AWS habe ich IAM-Rollen, in Google und Azure habe ich vergleichbare Dinge, mit denen ich einzelnen Teilen innerhalb der Cloud Rechte geben kann, diese Cloud von innen heraus zu ändern und somit das Deployment durchzuführen und zu erzeugen. Und das ist eine wesentlich sichere Möglichkeit, Software auszuliefern, als wenn ich jetzt in der Mitte so ein großes Ding mit ganz vielen, vielen externen Schlüsseln habe, weil ich nämlich über die Mechanismen meines Zielsystems das mache. Ich habe keine expliziten Credentials, die ich rausgebe, sondern ja, wenn ich eine Amazon unterwegs bin, habe ich eine EC2-Instanz, die hat die Rechte, dass sie Dinge in der Cloud ändern darf, natürlich nur die Dinge, die ich deployen möchte. Und darüber mache ich das implizit. Was zudem ein schöner Mechanismus ist, weil ich habe dadurch, dass das Ding, dass diese Agents normalerweise nur pollen, habe ich keine Angriffsoberfläche von außen. Also ich habe keine Web-UI, auf dem ich einloggen kann, auf dem irgendwelche Angriffe gefahren werden können. Ich habe keine API, sondern das ist so ein kleines, relativ schmales Binary meistens, mit dem ich gucke, muss ich irgendwas ändern? Okay, mache ich von innen heraus. Das kann ich zum Beispiel mit GitLab aufbauen, das kann ich aber auch aufbauen, indem ich entsprechende DevOps, GitOps-Tools benutze, wie jetzt zum Beispiel Argo CD oder Flux. So, und noch einen kurzen letzten Ausblick, was wäre noch sinnvoll. Ich habe am Anfang diesen riesengroßen Stapel Papier gezeigt, ne? Checklisten, haben wir alles durchgeführt. Am liebsten wäre es mir, wenn wir gar keine Checklisten mehr brauchen, sondern wenn unsere Zielumgebungen einfach diese Checklisten für uns durchführen. Wenn ich an etwas deployen möchte, wenn ich etwas bereitstellen möchte, dann gucke ich nicht lange nach. Ne? Erfüllt das die Sicherheitsregeln, die wir haben? Ich lasse sie vom Zielsystem überprüfen, ob die Sicherheitsregeln eingehalten worden sind.
Und nur wenn das passt, ja, wenn meine Cloud sagt, ja, das entspricht dem, was du darfst, dann führe ich das Deployment durch. Weil dann kann ich mir auf jeden Fall sicher sein, dass da nie etwas hochgefahren wird, was vielleicht nicht der Sicherheitsregel entspricht. Womit ich einmal regulatorisch eventuell in Bedrängnis komme, aber auch womit ich vielleicht Dinge damit starte, die wirklich einen Sicherheitsimpact haben und ich mir damit das Tor nach außen. Und das ist so meine Hoffnung für die Zukunft. Und ich freue mich auf die Diskussion. Und trotz technischem Ausfall sind wir relativ pünktlich da. Also vielen Dank. So, vielen lieben Dank, Nico, erstmal für den Vortrag. Sorry wegen der Störung vorhin, nur damit alle wissen, was da eben los war. Wir haben Nico nicht mehr gehört, ich habe Nico nicht mehr gehört. Ich konnte damit seinem Vortrag nicht folgen, was ich sehr scheiße fand. Und um das halt wieder hinzubekommen, haben wir das dem Nico mitgeteilt. Und das hat dann dazu geführt, dass es da zu dieser unangenehmen Unterbrechung kam. Tut mir nochmal furchtbar leid. Auf jeden Fall super spannender Vortrag. Ich fand es super cool. Es gab aus dem Chat nicht so viele Fragen. In der Regel heißt das meistens, dass die Leute so baff sind und so weg sind von dem Vortrag, dass sie da nicht mehr dazu kamen, irgendwelche Fragen zu stellen. Solltet ihr noch Fragen an Nico haben, du hast sicherlich deine E-Mail-Adresse irgendwo noch auf einer Slide, ja? Dann kann man sicherlich mit Nico nochmal sprechen. Ja. Sehr schön. Bitte? Da ist sie. Jetzt lassen wir vielleicht noch kurz stehen, falls da irgendjemand eine Frage hat. Warte mal, ich sehe sie. Achso, jetzt da. Sie kommt gleich. Genau. Wenn ihr dann noch Fragen an Nico habt, schreibt ihm bitte eine Mail. Nico ist sicherlich bereit, die zu beantworten.